Is it about control? Losing the grip, you get old. Turn to the sea. I don't know how, but you find me. Never too late to get up. Maybe it's not as hard as you think. Ich habe euch in der letzten Woche erzählt, dass ich in eine üble Depression gefallen bin. Und im Nachhinein ist eigentlich ganz logisch, wieso das passiert ist. Im Leben bleibt man immer mal wieder stehen und weiss nicht weiter. Mein Name ist Pascal und auf diesem Kanal dreht sich alles um Minimalismus, Vanlife und wie man mehr aus seinem Leben machen kann. Je älter das man wird, umso mehr Ängste können entstehen. Jetzt bin ich 33. Was ist der nächste Schritt? Was ist das nächste grosse Ding, das ich raushaue? Ich bin immer ein Macher gewesen. Ah, ich hasse das Wort. Sagen wir es so. Ich hatte immer Ziele, die mich motiviert haben. Mit 18 wollte ich von daheim ausziehen. Und ich habe es einfach gemacht, obwohl ich noch in der Ausbildung war und fast kein Geld hatte. Aber trotzdem hat es irgendwie geklappt. Nachher, ganz klar, Karriereleiter rauf, besserer Job, bessere Wohnung. Hat alles funktioniert, Ziel erreicht. Mit 25 hatte ich dann alles, was mir gewünscht habe. Aber trotzdem war ich unglücklich. Und dann kam Minimalismus ins Spiel. Dank Minimalismus konnte ich mich dann aufs Wesentliche konzentrieren. Und dank Minimalismus konnte ich dann eine Firma gründen. Endlich selbstständig. Ziel erreicht. Zweite Firma gründen. Kein Problem, machen wir. 5 Jahre lebt die Firma schon. Ziel erreicht. Dann wollte ich reisen. Haben wir einen Van gekauft, die Wohnung aufgegeben, alles in der Schweiz verkauft oder verschenkt. So, jetzt sind wir die Sachen entsorgen. Wie fühlst du dich? Scheiße. Und bei 2 Jahren reisen. Ziel erreicht. Im Nachhinein klingt das alles sehr einfach. Aber natürlich hat es bei jedem Schritt Hürden gegeben und jedes Mal habe ich gefragt, ist das echt das Richtige? Ist das die richtige Entscheidung? Aber ich habe einfach gemacht, ohne gross alles zu hinterfragen. Jetzt sitze ich hier, bin 33, schon so viele Sachen in meinem Leben erreicht, die ich wollte, und frage mich, was ist der nächste Schritt? Ist der nächste Schritt wirklich einfach das Eigenheim? Weil das war immer ein grosser Traum von mir. Ich meine, von wem nicht? Wer hat nicht gern seine eigenen 4 Wände? Aber wir kennen es alles. Die Immobilienpreise sind viel zu hoch. Trotzdem konnte ich aber in den letzten 2 Jahren beim Reisen extrem viel Geld sparen, weil ich halt immer geschafft und unterwegs sehr sparsam gelebt. Und da ich Schweizer bin und überall in der EU kann ein Haus kaufen, muss das ja auch nicht in der Schweiz sein, wo die Immobilienpreise horrend sind. Ist das jetzt der nächste Schritt, ein Haus in Spanien kaufen? Ich habe wieder Angst davor. Soll ich das wirklich machen? Will ich den Rest von meinem Leben in Spanien wohnen? Was ist mit der Familie und Freunden in der Schweiz? Und ist Spanien ein gutes Land, um eventuell eine Familie zu gründen? Das sind alles Fragen, die ich mir stellen. Ist das wirklich die richtige Entscheidung? Früher hätte ich den Schritt einfach gemacht. Ich hätte mir all die Fragen schon gestellt, aber immer gedacht, es kommt schon gut. Aber je älter man wird, umso mehr Fragen stellt man sich. Obwohl man eigentlich schon viel mehr Erfahrung hat, dass immer alles irgendwie gut kommt. Und dann hilft es halt wirklich einfach wieder mal zurückdenken. And for today, you take a movie. Yeah, take a movie. Today go back to the hotel. No problem for me. Any drink beer, wine, cachaça, Brazilian. Stell dir vor, ich wäre damals mit 18 nicht ausgezogen. Ich hatte so viele Erfahrungen in meinem frühen Erwachsenenleben nicht gemacht. Stell dir vor, ich hätte die Firma nie gegründet, weil alle rundherum gesagt haben, mach das nicht. Und ich selber
extrem viel Angst hatte, ob das wirklich gut kommt oder ob ich all meine Ersparnisse einfach in den Sand setze. Aber es ist gut gekommen. Stell dir vor, ich hätte nie angefangen zu trainieren für einen Halbmarathon, weil ich Angst hatte, dass ich einen Halbmarathon nicht schaffe. Aber es hat funktioniert und zum Glück habe ich einfach angefangen zu trainieren. Stell dir vor, ich hätte in der Schweiz nicht alles aufgegeben und wäre in Wien gezogen. All die Sachen, die ich in den letzten zwei Jahren erleben durfte, würde es meinem Erinnerungsvermögen nicht geben. So viel habe ich gelernt unterwegs und so viele tolle Leute kennengelernt. Zum Glück habe ich das einfach gemacht. Und wie gesagt, jetzt sitze ich hier und da ein Prozess vom Hauskauf so lange geht, habe ich so viel Zeit zum Nachdenken. Aber eigentlich ist der Fall einfach klar. Einfach machen. Guten Morgen zusammen. Es ist 7:30 am Morgen. Wir müssen jetzt auf den Polizeiposten. Und dort kriegen wir unsere Steuernummern. Die brauchen wir, damit wir zum Beispiel ein Bankkonto eröffnen, einen Handyvertrag machen oder ein Haus kaufen. Erste Behörde, erstes Problem. Wir haben die Nummer noch nicht bekommen. Doch, wir haben die Nummer bekommen. Wir haben die Nummer bekommen, aber die Bank gestern, wo wir sind, vorzahlen, hat einen Fehler gemacht. Dadurch müssen wir sie jetzt nochmal zahlen. Für eine andere Bank. Für eine andere Bank. Ihr Computersystem auf der Polizei ist viermal abgestürzt. Dadurch kann sie es nicht ausdrucken. Jetzt müssen wir später nochmal gehen. Bank Nummer 1 hat der Scanner nicht funktioniert. Jetzt haben wir 500 Meter weiterlaufen zu einer anderen Bank. Und da haben wir jetzt 20 Minuten gewartet. Weil bei der Bank dazwischen darfst du als Nicht-Kund nur eine Stunde am Tag am Schalter. Und das war jetzt. Ja. Gut. Und jetzt zurück auf den Polizeipost. Wir haben den Stempel bekommen. Wir haben es zum zweiten Mal gezahlt. Let's go. Obwohl ich Minimalist bin, gibt es eher ein grosses Haus. Und ob das wirklich richtig ist, wird sich zeigen. Aber ich werde es einfach machen. Wenn wir auf Veränderung warten, wird sie nie kommen. Wir müssen Veränderung selber sein. Und wieso jetzt im Nachhinein so klar war, dass ich in eine Depression gefallen bin, ist eigentlich ganz klar. Es hat im Leben keine grosse und auch keine kleine Veränderung mehr gegeben. Ich bin einfach stehen geblieben. Es war nicht so, dass ich müde vom Leben war, sondern müde von den Konstanten. Es hat keine grosse und keine kleine Veränderung in meinem Leben gegeben. Schau, schon nur jetzt, als ich wieder angefangen habe, YouTube-Videos zu machen, geht es mir einfach so viel besser. Und ich mache die Videos seit 8 Jahren. Good morning, good evening, what's up guys, welcome to my next video. In Milano and now we are going to Venice. So, auf immer an. Zack, da bin ich wieder. 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 So, das war's wieder gewesen. Nieren, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Und wirklich, den Durchbruch habe ich nie geschafft. Ich meine, gewisse Videos bekommen hier 300 Aufrufe, andere wieder 6'000. Aber ich kann nicht von diesen Videos leben oder so. Das war am Anfang mal ein Ziel. Und habe ich es erreicht? Nein. Ist es schlimm? Nein, weil durch diese Videos hinterfrage ich immer wieder mich selber, mein Leben und ich reflektiere dank diesen Videos. Und ich reflektiere dank diesen Videos all meine Entscheidungen. Ich kann einfach all die Videos anschauen und sehen, wie ich mich verändert habe. Wie bin ich vor 2 Jahren, wie bin ich vor 3 Jahren, was sind dort meine Probleme und sind das jetzt noch Probleme? Sind sie nicht? Und wenn ich mit dem Kanal nur jemandem geholfen habe, sein Leben ein bisschen verbessern, dann hat sich das für mich schon gelohnt.
Was will ich jetzt mit dem Video sagen? Ich weiss, das Video ist vielleicht für gewisse ein bisschen wirr. Aber so funktioniert mein Hirn einfach. Kommt von der einen Seite zu der anderen Seite. Zusammengefasst, verliere die Leichtigkeit von der Jugend nicht und nimm Veränderung an. Denn Veränderung könnte das Glück sein. Und vielleicht ist Glück sogar Veränderung. Weil, schreib doch mal in den Kommentaren rein, wann bist du das letzte Mal glücklich gewesen? Oder was war der glücklichste Tag von deinem Leben gewesen? Ich würde fast wetten, es hat mit Veränderung zu tun. In dem Sinn, wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir doch einen Daumen hoch und vergiss nicht zu abonnieren. Wenn du weitere Videos von mir schauen willst, kannst du hier klicken. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.